Hallo und herzlich willkommen bei motor.ch. Wir sind hier im schönen Portugal, wo wir soeben diese neue Suzuki GSX-S 1000 GX fahren konnten. Die GX ist ein neuer Crossover von Suzuki. Das G steht für Grand, X für Crossover. Sie ist ein Meilenstein quasi in der Entwicklung von Suzuki. Das beweist auch, dass hier in Lissabon waren sage und schreibe 19 Japaner aus Hamamatsu eingeflogen worden, um ihr neues Motorrad zu präsentieren. Als erste Suzuki überhaupt kommt die GX mit einem semi-aktiven Fahrwerk. Elektronisch wurde die Suzuki auch gegenüber ihren Geschwistern deutlich weiterentwickelt. Im Gegensatz zum Tourer GT und der nackten R besitzt die GX eine IMU, hat also schräglagenabhängige Assistenzsysteme wie die Traktionskontrolle oder das Kurven-ABS. Auch sehr einfach einzustellen gibt es hier die Fahrmodi, die gekoppelt sind mit dem Motormodi, also A, B, C. Aktiv, Basic oder Comfort. Die kann man einstellen. In jedem Modus ist eine Einstellung der Traktionskontrolle und eine Fahrwerkseinstellung hinterlegt. Aber das ist nicht fix, sondern man kann, ohne tiefer ins Menü eingreifen zu müssen, kann man hier jederzeit jeden dieser Modi kann man für sich personalisieren, seine besten Einstellungen finden. Und das ist also so einfach geht es bei keinem anderen Motorrad. Da bin ich wirklich begeistert. Man sitzt aufrecht, der ist natürlich höher als die GT. Man genießt den Überblick, ist fahraktiv, ein bisschen nach vorn gebeugt, aber doch nicht ganz so leger vielleicht wie auf einer V-Strom. Auf unserer Fahrt, bei jedem Stopp, waren da auch wieder viele Japaner, die uns immer sofort befragt haben, ja, wie gefällt es euch, was ist gut, was würdet ihr anders machen? Ja, wie gefällt sie uns? Also ich muss sagen, jetzt so auf den ersten, wir haben schon fast 200 Kilometer drauf, auf den ersten Kilometern hat mich das Fahrwerk sehr überzeugt. Man spürt auch richtig in den verschiedenen Modi, wie da ein Unterschied ist. Man kann da wirklich von sehr straff bis zu komfortabel, angenehm kann man das einstellen. Zu den drei Fahrwerksmodi kann man auch alle zusätzlich noch ein bisschen so individualisieren, also ein bisschen härter oder ein bisschen weicher machen. Also sie deckt ein riesiges Spektrum ab, von Komfort bis Sport. Ein Feature, das auch besonders interessant ist, mit der IMU merkt die Suzuki, wenn sie verzögert wird, und dann verhärtet sie sofort die Dämpfung vorne, sodass das Fahrzeug weniger eintaucht. Das gibt zusätzliche Stabilität und ist nicht so viel Bewegung drin. Das macht sie einfacher zu fahren. Vom breiten Spektrum, das die GX abdeckt, passt auch ausgezeichnet ihr Vierzylinder-1000er Motor. Er wurde ursprünglich für die GSX-R von 2005 entwickelt und wurde ständig weiterentwickelt, leistet nun 152 PS und verfügt über ein sehr breites, nutzbares Drehzahlband. Das heißt, ab tiefsten Tourenumdrehungen ist er sehr gutmütig, schiebt ordentlich voran, kann also sehr schaltfaul im großen Gang gefahren werden. Wenn man es ein bisschen sportlicher, ein bisschen aktiver will, dann kann man aber auch durchaus sehr zackig. Yes, yes, one beer tonight, it's okay. Ja, fast vergisst man dabei, dass es sich um eigentlich ein Touring-Motorrad handelt. Wir hatten auch die Koffer dabei. Dennoch fühlte sich die GX agil an, nicht überagil. Aber doch, man hatte ein gutes Gefühl, sie war zielgenau und verhielt sich anständig neutral. Aber nie nervös, das heißt, man kann auch entspannt fahren, ohne dass man ständig aufpassen oder korrigieren muss. Sie fährt eine super, saubere Linie und das macht Freude. Die Frage Crossover, nimmt sie das Beste aus den verschiedenen Kategorien? Nein, geht natürlich gar nicht. Weil ein Supersportler ist definitiv sportlicher, ein Touring-Motorrad ist definitiv reisetauglicher. Aber sie kombiniert das Ganze sehr gekonnt
und eröffnet so dem Fahrer ein sehr breites Spektrum. Es ist ein sehr vielseitiges Tool, das uns jetzt im ersten Moment mal richtig Laune gemacht hat. Die GX kommt im Januar in die Schweiz, wo sie, ich bin der Meinung, dass sie da gut performen wird. Weil ich finde sie ein wirklich gelungenes Motorrad, das in ein neues Segment eintaucht. Suzuki betritt neuen Boden damit und ich finde sie sehr erfrischend. Sie wird da quasi auf ihre Hauptkonkurrentin wird wohl die BMW S1000 XR sein, die allerdings ein etwas stärkeres Motorrad, aber auch deutlich mehr kosten wird. Ich erwarte, dass sie in der Schweiz vielleicht so etwa 17.500 kosten wird. Und damit, denke ich, ist sie doch ein sehr gutes Angebot für ein sehr vielseitiges Motorrad, das uns begeistert hat, das richtig Laune macht, für mich sehr schick aussieht. Und ich denke, ja, die könnte schon noch gut performen in der Schweiz. Das war's hier aus Portugal. Herzlichen Dank und bis bald wieder. Tschüss.